Liebe Videofreunde, wir sind jetzt an dem letzten Auto für heute. Und zwar ist das ein Morello Loft 79LX. Solar, Hubstützen, Gastank und so weiter. Ich gucke gerade auf meinen Spickzettel. Und kostet 134.760 Euro, war die Erstzulassung 4/2014 und hat 65.500 Kilometer drauf. Also auch ein Gebrauchtwagen, der allerdings sehr gut erhalten ist, muss man sagen. Hab mir den gerade schon mal ein bisschen angeguckt, als Michael noch draußen war. Und ja, also ich würde sagen, wir zeigen ihn euch den mal ganz kurz im Schnelldurchlauf. So, also hier ist das Schlafzimmer mit Fernseher und allem Pipapo, richtig gute Matratzen. Oh. Große Fenster. Richtig schöne Verdunklung. Lass ich jetzt mal. Ja, und hier seht ihr wie immer hochwertige Arbeit bei Morello. Große Schränke. Wir haben jetzt hier auf der Seite noch mal einen Fernseher im Bett. Und ja, was man sich so alles wünscht, ist halt immer hier vorhanden. Dann gehen wir mal raus. Türen kann man hier, also Schlafbereich kann man abschließen. Wunderbar. So hat jeder sein Räumchen, wo er sich zurückziehen kann, wenn man möchte. Hier ist die Dusche. Sehr groß. Ja, hier ist das Bad. So, hier kann man die Tür, kann man auch noch mal verschließen, dann ist man auch hier mit im Separé sozusagen. Macht man mal runter. So, Bad, großzügig. Das finde ich auch immer gut hier. Wenn man mal so einfach einen Schrank für die Toilettenpapierrollen hat. Mit Halterung gleich. Praktisch. Finde ich gut. So, hier nochmal ein großer Schrank. Michael hat diesmal bequem gemacht für einen Moment. Ja. So, dann haben wir hier nochmal einen riesengroßen Kleiderschrank. Und dann haben wir hier. Upsala, Backofen. Gefrierschrank, Kühlschrank, großen. Ja, hier ist der Küchenbereich mit riesengroßen Schränken. Mülleimer gleich drin. Herd. Ja,
und hier nochmal diverse Schubfächer für Besteck und all möglichen Kram. Waschbecken. Und hier nochmal so eine, nochmal ein kleines Waschbecken. Hoppala. Ja, und Stauraum, Stauraum, Stauraum. Ohne Ende. Das schön. Hier oben haben wir noch ein Hubbett. Das mache ich allerdings jetzt nicht runter. Ja. So sieht das Auto also von innen aus.